So, Hollow Seeds, wo finden wir die jetzt? Habe ich bis jetzt noch wieder keins gefunden. Na, Hollow Seeds, Hollow Seeds, Hollow Seeds. Da kommt wieder so ein Unicorn an. Aua. Aua. Jetzt geht's aber ab hier. Ach, schon wieder nur 15. Was hab ich denn da? Ach, Pilze wahrscheinlich. Ich Idiot. Oh, bitte jetzt nicht wieder an der gleichen Stelle verrecken. Och, Mann. Ah, was hab ich die Pilze auch da oben? Ich Idiot. Jetzt verstehe ich das Ganze. Nurse, heil uns mal fix. Zack, dankeschön. Jetzt nehme ich ja die Pilze da weg. Die nerven ja. Gravitation Potion, nehme ich lieber die da rein. So. Und jetzt sollten wir die richtigen Heiltränke haben. Mit 15 Healing können wir nicht wirklich was anfangen. Da gehen wir schneller krachen, als uns lieb ist. Hoi! So, was kommt denn da? Ein Auge? Das ist aber groß. Wandering Eye. Okay. Ach so, das sind die Teile. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Die verwandeln sich sozusagen in ein kleines Eye of Cthulhu. Ganz lustig. So, diese Possessed Armors. Possessed Armors, die sind auch ganz lustig. Sind schon harte Gegner. Aber nicht allzu schwer. Die gehen noch. Boah, zack. Zack. Hui. So, wieder in der Hollow angekommen. Da oben unsere Grabsteine, da holen wir uns jetzt natürlich erstmal unser Geld wieder, was wir hier bis jetzt liegen lassen haben. Zack, zack, zack. Nehmen wir natürlich die Grabsteine mal mit, wäre vielleicht ganz interessant. So, und wie können wir jetzt an die Dinger kommen? Na komm schon, Unicornhorn, da haben wir es wieder. Pixie Dusk. Na, so, nochmal Pixie Dusk, sehr schön. Und jetzt können wir auch eine 100er Potion zu uns nehmen. Gut. So, hoppsala, da noch ein bisschen was. Und wie bekommen wir jetzt diese Armor? Müssen wir da diese Bäume kaputt machen? Nee, oder? Diese bunten Bäume? Nee, das ist doch nur Holz. Wo bekommen wir jetzt diese Seeds her? Hollow Seeds. Die könnte ich eigentlich dringend gebrauchen. Das da sieht eine schöne bunte Pflanze aus. Nee. Sehr fragwürdig. Weiß ich nicht, wo man die Hollow Seeds herbekommt. Ach, da kommt wieder Freund Unicorn. The last Unicorn. The last Unicorn. Weiß nicht, gibt's da auch so ein Lied? Ich kenne das gar nicht richtig. Ich hab's nur mal gehört. So, zack. Zack. Apropos The Last Unicorn, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, das hat nämlich auch der gute, Moment, mal die Nase jucken. Davon hat der gute Sean Keely auch mal den Cover gemacht. So, also nebenbei als Schleichwerbung kann ich euch mal den guten Sean Keely empfehlen. Ich werde einfach mal seinen Kanal hier unten mit in den Videos verlinken, weil ich finde, der Gute macht echt gute Covers und er kann gut singen. Er hat sich, ja, ich sage mal, auch mit, was ist denn das, eine Mimik, also eine normale Truhe gibt's auch. Wusste ich gar nicht. Boah, die machen aber ganz schön Schaden. Wow. Was haben die fallen lassen? Dual Hook, okay. Was ist denn ein Dual Hook? Ist mir ganz neu. Naja, der gute Sean Keely, der macht ja auch viele Anime-Cover, Anime-Songs und auch mit seiner Freundin zusammen, Yuna, singt er viel, macht gute Cover, ist ein deutscher Sänger und ich finde, der ist echt, also echt klasse, da kann man nichts meckern, kann man nichts sagen. An dieser Stelle einfach mal empfehle ich ihn,
weiter so als Ausnahme. Wenn mir was richtig gut gefällt, dann empfehle ich das nebenbei. Jetzt nicht, dass ihr sagt, ach, hier kannst du auch mal meinen Kanal empfehlen und so weiter. Das mache ich, wenn dann überhaupt, von mir aus. Und es muss mir etwas richtig gut gefallen und zusagen. Und wenn ich gerade drauf komme, dann mache ich sowas schon. Also Jean Killy. In der Videobeschreibung hier direkt unten drunter findet ihr seinen Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich verlinke euch auch mal das eine Lied, das mir so gefällt. Oder die beiden Lieder. Mal schauen. Auf jeden Fall im Kanal. Findet ihr etwas zu dem guten Jean? Ich weiß nicht, das ist aber nur sein Künstlername. Das ist jetzt nicht sein richtiger Name, Jean Killy. Er hat sich da, hatte ich mal gefragt, weil wir uns ja auch mal eine Weile unterhalten haben, wie ist er eigentlich auf den Namen Jean Killy gekommen ist. Das ist nämlich auch eine Art Künstlername, kann man sagen. Und er hatte nämlich auch als Kind sich immer gerne Märchen und Geschichten ausgedacht. Und da hat er so Figuren gehabt, so Darsteller, Figuren, kann man sagen, erfunden gehabt. Und da gehörte auch Jean Killy dazu. Und an den hat er sich wieder erinnert. Und den hat er dann auch als seinen Künstlernamen angegeben. Finde ich sehr interessant. Lustig, wie man auf so Sachen kommt, so fantasievoll. Ja, doch, jetzt genug der Werbung. Wir wollen hier weiter Terraria spielen mit den Einhörnern. Nee, ich bin bloß drauf gekommen, weil The Last Unicorn ist auch ein Lied, was er gecovert hat. Und deshalb. So. So, und die zack, 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 zack. Vielleicht sollte ich mal mit Jean irgendwie einen Minecraft-Song-Cover machen, so im Duett. Das wäre doch auch mal was, oder? Ihr kennt doch mittlerweile meine Minecraft-Songs. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Weil er kann echt gut singen. Ich zwar weniger, ich kann ja dann den schrecklichen Teil übernehmen, sozusagen eher den schönen. Mal gucken. Zack, zack. Oh, jetzt kommen hier aber viele Pixies an. Was geht denn jetzt ab hier? Ist Pixie-Party, wie es aussieht. Jetzt habe ich das Gefühl, hier kommt irgendwie gleich wieder ein Einhorn an. Nee, doch nicht. So, ja, das reicht jetzt irgendwie hier. Ich würde sagen, wir haben immer noch keine Seeds gefunden. Verdammt, ging es hier nicht mal... Ich guck noch mal kurz. Ging es hier nicht mal irgendwo in eine Höhle rein? Hier nicht, wie es aussieht. Oh, das ist eine Pixie. Die hole ich mir. Pixie! Dich hole ich mir. Wow! Nicht runterfallen. Ohne ein lila Slime. Lila Slime! Dankeschön für dein Präsent. Noch eine Pixie. Ach ja, am liebsten würde ich meine Häuser bald in der Hollow-Welt hier bauen. Ich glaube, ich verwandle meine Welt da vorne auch in die Hollow. Einfach nur aus dem Grund, dass, die Corruption nicht bis dahin vordringt. Aber dazu müsste ich eigentlich erstmal Hollow Seeds finden. Habe ich bis jetzt noch nicht. So, vielleicht finden wir hier etwas Underground-Sachen. Von der Hollow. Oh, da oben drei Pixies. Da geht es schon wieder ab. Da wird Pixie-Party gefeiert. Ach, früher gab es doch auch... Ach, wisst ihr noch? Hatte ich als Kind immer gelesen. Sau gerne. Da gab es doch diese kleinen... kann man sagen, Geschichtsbüchlein. Die habe ich als Kind immer gelesen. Diese kleinen Pixie-Bücher. Die nannte man kleine Pixie-Bücher. Wow. Die machen aber einen... Wow. Die können einen ziemlich lahm machen, die Pixies, wenn die einen treffen. Habe ich gerade mal so gemerkt. Ihr seht, wie lahm wir sind. Wow, ist ja krass. Also sollte man sich von denen nicht treffen lassen. Ja, die Pixie-Bücher, die habe ich echt immer sehr gerne gelesen. Was war denn da alles? Mr. Pets oder so ein Bär. Patsy, glaube ich, hieß der. Was gab's noch? Da waren die lustigsten Geschichten drin. Habe ich immer sehr gern gelesen. Hat mit meine Kindheit geprägt, diese kleinen Pixie-Bücher. Sind nur ein paar Seiten lang, 10, 20 Seiten so ungefähr. Aber haben schon Spaß gemacht. Ja, ja. Der gute kleine Baby-Kelturio. So war's halt. So, können wir uns jetzt einfach mal hier irgendwo runterbuddeln? Ich würde sagen, wir machen einfach mal was. Bevor wir hier lange rumeiern, schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwo lang graben können. So, ein bisschen Pearl Stone Sand Block oder Pearl Sand Stone Block, je nachdem. Zack, 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 zack. Bauen wir ein bisschen was ab. So, da ist schon wieder ein Unicorn drin hier. Gibt's da nicht?
Willst du uns besuchen? Mach unsere neue Behausung hier, unsere neue Hütte. Ach, die Feen kommen auch gleich. Sehr praktisch. Nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können, weil Pixie Dust brauchen wir. Zack, und Gold und Geld gibt das natürlich auch alles, wie am Schnürchen. So, buddeln wir uns einfach mal hier runter. Weil ich möchte einfach mal versuchen, in die Underground Hollow zu kommen. Und dafür muss man sich ja irgendwo erstmal runterbuddeln. So, ihr seht schon, ich hätte hier jetzt irgendwie einen besseren Drill gebraucht. Und ja, was sollten wir noch machen als nächstes? Auf jeden Fall nochmal die Wall of Flesh besiegen. Dann sollten wir wirklich mal drüber nachdenken langsam, ob wir mal den Destroyer beschwören zumindest und den probieren. Beziehungsweise die Twins und was es nicht so alles gibt. Einfach mal ein bisschen rumschauen. So, jetzt sind wir in der Underground Hollow. Sehr interessant auch. Naja, wir geben uns einfach mal noch weiter runter. Wir können uns ja hier sowas ähnliches wie einen zweiten Höllenschlund graben. Weiß ich nicht, ob das vielleicht eine Idee wäre. Dass wir einfach noch einen anderen Einstiegspunkt haben. Könnte vielleicht eine gute Idee sein, ich weiß es nicht. Kann aber auch genauso gut eine Scheißidee sein. Ihr kennt mich ja. So, ich glaube, das ist jetzt nicht gut, hier sich so ewig rumzubuddeln. So. Hier könnte man sich auch mal reinfallen lassen und gucken, was es hier so gibt. Ja, aber hier haben wir auf jeden Fall ein Höhlensystem entdeckt. Wie es den Anschein hat. Putteln wir es einfach nochmal hier nach unten ein bisschen so. Ersaufen nebenbei ein klein wenig, das macht ja nichts. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, wir haben hier... Ach, Luna kommt wieder an. Hier, mein Hund. Unser Hund. Zack. Ah ja, lecki, lecki, lecki. Hund macht wieder lecki, lecki an der Hand, wenn man es streichelt. Na, ja, ja. Auch Zuneigung. So, jetzt geht's wieder. So, zack, machen wir mal eine Fackel hin. Ah, hier ist aber auch unheimlich viel Wasser. Hm. Das schleifen wir mal alles mit einfach, das Wasser. Bisschen halten wir schon noch aus hier. Habe ich keine Dinger? Ich glaube, ich habe keine Dinger. Also hier diese Glowsticks. So, da unten tut sich jetzt so langsam das größere Höhlensystem auf. Schauen wir einfach mal, ob wir da schon gewesen sind. Und jede Menge Crystal Shards gibt es da auch. Was sind das hier gerade draußen gewesen? Sah aus. Sah schon wieder aus wie so eine Fledermaus hier. Ja, wir haben nämlich nachts des Öfteren Fledermäuse. Hier auf dem Balkon und so tummeln sie sich rum. Das ist immer ganz lustig. Das heißt, lustig, wenn sie mal in die Bude reinkommen, ist es nicht lustig. War schon lustige Viecher irgendwie. Ich habe noch nie Fledermäuse live gesehen. Nur mal im Zoo damals. Und jetzt haben wir es selber auf dem Balkon. Nachts hier um die Häuser flattern. Die Bats. Dürfen mich nicht beißen, dann wär ich am Ende verlangsamt, wie hier in Terraria. Was ist denn da oben eigentlich? Ist das eine Krabbe? Ein Krebs? So, jetzt wird hier das ganze Wasser... Was ist denn das eigentlich? Ein Angry Fish. Angry Fish, okay. Was es hier nicht alles gibt. Zack, eine Crystal Shard wieder abgegriffen. Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Gegner. Klar. Zack, 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 zack. Hoffentlich treffen die mich nicht allzu oft. So... Sehr schön, es ging doch noch. Ja, hier findet man wieder einiges. Blinkroot sieht Kupfer. Oh, Kupfer. Dualhook, was ist das eigentlich? Klingt. Oh, hier habe ich gar nicht gesehen, dass das Teil kommt. Ach, jetzt haben wir wieder keine Waffe. Jetzt aber.
So, zack, besiegt das Viech. So, da haben wir uns doch hier mal eine schöne Alternativweg eingerichtet, eine Alternativhöhle. Das ist auch nicht schlecht. Hier können wir das nächste Mal gucken nach Materialien. Kobalt, Mithril, Adamantite. Wobei, im Moment brauchen wir eigentlich nur noch Adamantite. Saphire, was könnte ich denn dafür wegschmeißen? Matt. Ne, Pearlstone brauche ich jetzt auch nicht. So. Ja, da kommt schon wieder so ein Schwert an. Boah, mal die Mücke machen. Die sind nämlich nicht so lustig, die Teile. Weil die einen schnell entwaffnen. Zack, da war's hin. Den haben wir gezeigt, wer ja der King of the World ist. Zack. Gehen wir mal hier lang. Blinkroot nehmen wir mit. Crystal Shards gibt es hier echt en masse. Guckt euch das mal an, hier leuchtet ja alles. Ich glaube, in der Underground Hollow könnte das normal sein, oder? So. Na. Ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut. Was können wir jetzt wieder wegschmeißen? Blinkroot Seeds, Dirt Block. Brauche ich nicht. Nehmen wir mal die Soul of Light mit. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, Lauf, Galopp. Über Stock und über Stein. Bricht dir aber nicht das Bein. Boah, es gibt. Ah, jetzt bin ich. Ja, jetzt war ich draufgegangen. Gold. Ach, 7 Gold verloren. Verdammt. Naja, wir haben aber wieder einiges gefunden hier. Einen alternativen Höhleneingang. Da möchte ich aber erst wieder reingehen, wenn wir wieder Spelunker Potions haben. Heil mich mal, Krankenschwester. Sehr schön, danke. 7 Gold haben wir noch dabei. Ja, da verdient man viel Gold irgendwie. Auch so nebenbei. Haben wir was großartig zum Stacken. Hier ein bisschen was. Da ein bisschen was. Da haben wir nix. Da haben wir ein bisschen was. Ja, nicht schlecht. Da haben wir auch noch was. 4 Sterne haben wir. Da können wir uns mittlerweile schon einen neuen Mana-Stern herstellen. Nee. Da, Soul of Sights und Pearlstone und was weiß der Geier alles. Da können wir doch theoretisch Waffenkiste. Ah, wo haben wir denn jetzt unsere Sterne? Ach, da. Passt's ja. 12 Sterne. Machen wir mal einen neuen Mana-Stern. Zack. Hätten wir 180 Mana. Nicht die Welt. Aber immerhin. Crystal Shards wieder jede Menge. 63. Das kommt mal mit hier rein. Pixie Dust können wir hier rein tun. Noch mehr Pixie Dust. Unicorn Horns haben wir jede Menge. Pearlstone Block schon wieder. Ja, der kommt mal hier rein. Und was ist jetzt der Duel-Dingens? Das interessiert mich mal. Edmund, Shop. Da verkaufen wir das Herz wieder. Dankeschön, bitte sehr. Und der Duel-Haken würde mich jetzt interessieren. Guide, wo bist du denn? Ach, da oben. Sag mir mal, wozu ist denn der Duel-Hook gut? Ach, aus dem kann man nichts machen. Und aus der Ivy Whip kann man... Nee, kann man auch nichts machen. Okay. Ach, im Moment haben wir den Dual Hook. Aha. Wie weit reicht der eigentlich? Ist der weiter wie die Ivy Whip? Boah, der reicht schon ganz schön weit. Der müsste weiter reichen wie die Ivy Whip, oder? Dual Hook? Nehme ich jetzt mal die Ivy Whip davor. Hm, ne, die müssen ungefähr gleich weit reichen. Ja, mit der Ivy Whip kann man sich halt besser, ja, handeln, sag ich mal. Also besser in der Luft ausrichten. Also ich würde die Ivy Whip erstmal bevorzugen. Der Dual Hook ist auch nicht schlecht, der ist nice. Aber erstmal die Ivy Whip.
Würde ich gerne behalten. Was mich auch noch interessieren würde, ist Guide. Guide? Was können wir denn so verbessern? Das Tiefenmeter brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Violent Lucky Horseshoe. Können wir daraus noch was machen? Das Obsidian Horseshoe mit Obsidian Skull.